Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ich bin heute beim Stanglwirt bei Maria Hauser. Liebe Maria, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Uns begleitet ihr schon einige Jahre. Wir haben vor 2 Jahren einen Kongress gehabt, bewusst gemeinsam leben, wo ihr das Wirtshaus ausgestellt habt, also in der Zukunftsgemeinde. Und Gasthaus, Wirtshaus, gibt es da einen Unterschied? Und wenn ja, wo liegt denn der? Also bei uns steht ja auf dem Balkon am alten Traditionsgasthof Gasthof Stangl. Und das ist, freut mich eigentlich, dass da Gasthof steht und nicht Wirtshaus Stangl, weil es geht um einen Gast, es geht um die Gastfreundschaft. Und mein Vater sagt immer, er ist ja ein großer Philosoph, das Glück des Lebens ist das Glück des Gebens, Gastgeber sein. Also man gibt dem Gast was. Und das verstehen wir beim Stanglwirt viel mehr als unsere Herzensaufgabe, dass wir Gastgeber sind, und anstatt Unternehmer. Weil da steckt das Wort nehmen und wir sind eher für das Geben. Schön. Wort in der tieferen Bedeutung. Ja. Und das ist ein Kreislauf, der sehr, sehr interessant ist. Wenn ich bei dem Kongress bleiben darf, da habe ich von dir dann eine E-Mail gekriegt, die mich extrem berührt hat, wo du geschrieben hast, ja, es hätten mehr Leute da sein können, aber der Inhalt war gut und glaub dran und da weiter. Mir hat das tiefst berührt und motiviert. Und das jetzt sind wir 2 Jahre weiter. Und was war deine Überzeugung oder deine Wahrnehmung damals? Das kann ich gar nicht so genau in Worte fassen. Es ist ein Gefühl gewesen. Dass, also auch von der ersten Begegnung mit Ing habe es mir als Menschen einfach inspiriert und davon überzeugt, dass es mit irgendeiner Ideologie und auch mit dem Datendrang, weil oft hilft dann die schönste Ideologie nichts, wenn man nicht ins Tun kommt und Daten folgen lässt. Und ich habe es wirklich Daten gesetzt und es war enorm mutig und das habe ich sehr bewundert. Und es ist ja auch beim Stanglwirt in der Geschichte, wir haben eine 400-jährige Geschichte, es war ein sehr, sehr langer kleines Gasthaus. Und dann ist das, irgendwann haben sie immer mehr Leute für unsere Philosophie, für das, was der Stanglwirt ausstreut, zu interessieren begonnen. Und dann ist auf einmal das entstanden, dass da so eine große Resonanz da war. Aber es hat seine Zeit gebraucht. Auch was im Stanglwirt stattfindet, wenn ich jetzt allein die Weißwurstparty hernehme, die hat an einem kleinen Stammtisch begonnen, wo sie fremd zusammengesetzt haben, mit den Skifahrern beim Hahnenkammrennen und Weißwurst gegessen haben. Das war nie beabsichtigt, dass das so ein Riesen-Event wird mit so einer hohen Medienwirksamkeit. Das ist entstanden in einer kleinen Runde. Und man muss einfach anfangen. Und ich habe es einfach, ich seid ins Tun gekommen, ich habe es angefangen. Und auch wenn am Anfang noch nicht so eine Riesenresonanz da war, aber das ist am Anfang meistens nicht gleich. Das ist ja, das braucht seine Zeit. Und deshalb habe ich dann das geschrieben, dass da drüber bleiben soll jetzt, weil das war so ein Gefühl, dass ich da das schreiben soll. Okay, das hat sehr, sehr bestärkt, aber das Tun ist ja bei euch auch ganz ein großes Thema. Das hat ja der Balthasar uns auch sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Beim Erstgespräch damals, wo ich gesagt habe, ich habe so viele Entscheidungen getroffen und habe teilweise selber nicht verstanden, wo nehmt ihr als gesamte Familie das Vertrauen her in Schritte, die vielleicht für viele überhaupt nicht verstehbar sind? Das wissen wir, glaube ich, manchmal selber nicht. Das ist so in unserer DNA ein bisschen drin, dass man diesen Impulsen, die man so kriegt, dass man denen auch folgen. Natürlich nicht bei allem und jedem, man bespricht dann im Familienrat gewisse Ideen und Gott sei Dank ist aber die Offenheit da, auch von unserem Vater gegenüber der jungen Generation, dass man auch gewisse Schritte dann setzen können, wo man noch gar nicht weiß, okay, wo führen diese Schritte jetzt eigentlich überhaupt hin? Aber es ist ja so ein Gottvertrauen auch. Und auch, dass man, ja, dass man einfach auch das versuchen muss. Und dann sieht man schon. Aber wenn man es gar nicht erst versucht, dann wird man auch nicht gescheiter. Und es ist jeder Schritt auf etwas da. Der eine Schritt führt in den nächsten und es wird was draus, was vielleicht sogar groß ist.
Und manchmal kommt man auch zu einem Halt und der Schritt führt nirgends mehr hin, aber man hat wieder voll viel gelernt. Und ich glaube, das ist einfach, was das Leben auch ausmacht. Thema Nachhaltigkeit auch, was so gut zu euch passt, was ja auch ein Schlagwort schon geworden ist zwischenzeitlich, so wie Bau entsteht und auch wie eben der Balthasar gesagt hat, Baumaterialien etc., das ist, wird ja oft einmal auch geschwindelt, das ist ein Kompromiss, aber egal wo man hinschaut bei euch im Stanglwirt, das passt alles zusammen, auch von den Bauschritten her. Er ist Architekt, Philosoph und vieles mehr. Wo kommen all diese Talente her? Das ist beim Vater eigentlich, der hat seine Talente durch die Not entdeckt, weil er sie eben am Anfang, wo er sehr früh übernommen hat, noch kein Architekt hätte leisten können. Und der war da kurz davor teilweise auch vor dem Aufgeben, dass er einfach gesagt hat, nein, das kann ich nicht machen und das wird nichts und so weiter. Und er hat dann einfach das war wie ein Impuls, dass er aus den Materialien der Umgebung, dass man nimmt, was da ist, also der Ursprung von regionalem Denken, einfach einmal anfängt, was zu gestalten. Und da hat er dann in den ersten Schritt zum Beispiel unser Almrestaurant ausgebaut im Gasthof, gemeinsam mit seinen Freunden von der Goinger Musik. Er war bei der Blasmusik und die haben ihm da geholfen. Und die Materialien, also sehr viel Altholz hat er da verbaut und das war damals nichts wert. Und die Bauern haben gesagt, gar kannst du schon mitnehmen, da machst du sicher was Schönes draus. Und wenn man sich überlegt, was heute so ein Chalet aus Altholz, das ist unbezahlbar. Aber damals haben sie ihm das geschenkt. Und dieses Lokal ist durch diese Gemütlichkeit, was das ausgestrahlt hat, und durch dieses Handwerk, und auch, ich glaube, auch diese Energie, was da reingeflossen ist, dass es ein Gemeinschaftswerk war von den Leuten aus der Gemeinde, von Freunden, die da zusammengeholfen haben, die Ausstrahlung, die hat die Leute einfach begeistert von dem Lokal und das ist so eine enorme Resonanz gewesen, dass das Lokal, dass das Alm-Restaurant in 14 Tagen abbezahlt wurde. Und dann hat er sich gedacht, na schau, irgendwie liegt mir das Gestalten, das kann ich. Und ich hätte es aber nie rausgefunden, dass ich das kann, wenn ich mir einen Architekt hätte leisten können. Weil dann hätte ich wie alle anderen, hätte ich mir einfach einen Architekt genommen. Aber es gibt ja auch Prozesse. Und so ist das, hat er das eigentlich immer weiter, bis heute. Er ist jetzt Mitte 70 und gestaltet noch heute. Und es hat ja dann, es gibt ja wohl dann einen Architekten, mit dem er das abstimmt, so hat er es uns damals erzählt. Ja, genau, das mittlerweile am Anfang nicht. Und er braucht aber immer mittlerweile einen Erfüllungsgehilfen, weil es muss einem ja einer das alles ausrechnen und zeichnen und so weiter. Aber die Ideen, die kriegen wir alle von ihm. Und ich war ja mit Kollegen, mit Karl Forcher, da und da hat er gesagt, sie haben geplant, sie haben definiert, so machen wir es. Er geht schlafen, steht in der Früh auf und sagt, wir müssen es anders machen und hat alles über den Haufen geworfen. Und das ist das, was so beeindruckend ist, wie kannst du heute, wo rational alles dagegen spricht, dann trotzdem sagen, wir fangen einmal an und wir ändern das. Ja, das ist... Das erzählen auch alle, die schon lange Jahre mit ihm zusammenarbeiten, eben speziell auch der Architekt, der für ihn das dann umsetzt, der kann da Geschichten erzählen, wie oft, dass er einfach einen Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, nein, wieso müssen wir das jetzt, es ist alles fertig, warum müssen wir das jetzt wieder hochreißen? Ja. Und das ist entgegen jeder ökonomischen, wirtschaftlichen Entscheidung und so. Und er hat dann mir erzählt, aber er hat dann immer recht gehabt. Ganz genau. Hat ihm im Nachhinein der Erfolg dann recht gegeben, dass dieses eigentlich nicht wirtschaftliche Bauen das einfach ja, der Erfolgsweg war. Das ist eigentlich interessant. Heißt das eigentlich, wenn man jetzt sagt, wie kann man sowas übernehmen, dass man mehr den Gefühlen und Inspirationen trauen darf? Ja, also ein Vertrauen in die eigene Intuition auch. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist für uns alle, dass man einfach auch an die eigene Intuition glaubt und vertraut. Ihr als Familie Hauser war für mich ein sehr schönes Lernbeispiel, aus der Bewertung zu gehen, weil ich habe erkannt, auch Maiswurstparty etc. Da haben wir Balthasar geredet, waren wir sehr begeistert und dann ist um den Folgetermin gegangen und da war der Balthasar nicht dabei, eben mit dir. Und du hast mich auch ganz tief berührt mit deiner Klarheit, Einfachheit, Offenheit.
Wie geht das über in die nächste Generation, dass man auch so eine Grundbescheidenheit, weil ihr habt ja Fülle, ihr habt Luxus, ihr habt ganz prominente Leute da. Wie seid ihr so erdig und einfach geblieben? Also ich glaube, da geht ein großer Dank auch an unsere Erziehung, an meine Eltern. Meine Mama ist auch eine Bauerntochter aus Reit im Winkel, ist aufgewachsen mit 5 jüngeren Geschwistern und hat immer ihr Laptop gearbeitet und hat einfach diese Grundbodenständigkeit, Bodenhaftung und Bescheidenheit auch nie verloren. Und auch wo sie dann Stangelwirtin geworden ist, die so einfach sie selber blieb. Und hat das oft gar nicht so, gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass da so ein Luxushotel draus entsteht, weil sie ist einfach sie und sie lebt das. Und das hat sie uns mitgegeben und der Papa auch, weil die sind einfach im Herzen ganz bescheidene Leute geblieben. Und wenn man das vorgelebt kriegt von seinen Eltern, da gibt es ja auch so ein Sprichwort, es nutzt oft die beste Erziehung nichts, wenn es die Kinder den Eltern nachmachen. Und deshalb geht es ums Vorleben. Weil wenn man es nur predigt und so, Bescheidenheit und Demut und so weiter, aber die Eltern haben das auch vorgelebt. Und dadurch ist es gelungen und ich muss ehrlich sagen, größten Respekt, weil ich bin mittlerweile ja selber Mama und dann weiß man das, was man eigentlich von den eigenen Eltern mitgekriegt hat, an Werten, sehr nur mehr zu schätzen und in dem Umfeld vor allen Dingen, weil wir halt ständig konfrontiert sind und auch meine Kinder jetzt mit dieser Fülle, wie du sagst, mit dem Luxus und da ist es umso eine größere Herausforderung, die Bodenständigkeit zu vermitteln, dass das nicht alles selbstverständlich ist, dass das nicht alles irgendwie vom Himmel fällt, sondern dass man dafür auch was da muss. Und ich bin da sehr dankbar für diese Werte, die ich mitgekriegt habe und versuche das bestmöglich meinen Kindern weiterzugeben. Und auch die Offenheit, da muss ich sagen, das verdanke ich sicher auch unter anderem meiner Zeit auch im Ausland, weil ich lange in Australien war, in Amerika. Und da habe ich Menschen aus allen Kulturen kennengelernt. Ich habe auch studieren dürfen mit 72 Nationen. Und da haben wir auf Projektarbeiten gehabt. Da war nicht jeder in einem Viererteam, nicht jeder aus einem anderen Land, sondern von einem anderen Kontinent. Und dann hat man zu viert an einem Projekt gearbeitet. Und da lernst du einfach die verschiedenen Kulturen und Denkweisen zu schätzen. Und das inspiriert einen und das habe ich mir immer bewahrt. Und jetzt, wenn Leute aus aller Welt kommen oder auch ob prominent oder nicht prominent, für mich zählt immer der Mensch und nicht, wo er herkommt oder welche Rolle er in der Öffentlichkeit wahrnimmt, weil jeder ist einfach nur am Ende des Tages ein Mensch. Und das dürfte einer der Geheimnisse oder Rezepte auch sein, dass ihr den Gast als tiefer Sekts und eben nicht nur, wie du sagst, in seiner Rolle, sondern wirklich auch als Mensch, was eher untypisch ist, oder? Ich glaube, die schätzen speziell eben Menschen, die auf das reduziert werden, auf ihre Rolle, zwangsläufig oder auch bewertet werden, ob positiv oder negativ. Gerade wenn man erfolgreich ist, polarisiert man meistens in die eine oder andere Richtung und hat man oft Fans und Gegner, aber das befruchtet sich quasi immer selber. Sonst gab es gar keine Fußballmatches, weil du brauchst da die Fans und die Gegner. Das ist halt einfach so, wenn man Erfolg hat. Aber das glaube ich eben, genau diese Menschen schätzen das besonders, wenn man als Mensch wahrgenommen wird. Und sie, das, nachdem sehnen sie es ja, dass man sie nicht immer nur sieht als die öffentliche Person, sondern wer steckt dahinter. Mhm. Weil es ist ja, wenn du die öffentliche Person nimmst oder die Prominenz, ist ja eigentlich auch benutzen. Nicht? Du interessierst mich, weil du jetzt die Rolle hast, aber eben, was ist dahinter? Ja, was ist das für ein Mensch, was macht den aus, was hat der für Interessen, für was ist dem auch wichtig, wenn er zum Beispiel in Urlaub kommt, und auch dieses Beschützen auch. Also mir ist auch ganz wichtig, weil ich immer von mir selber ausgehe, was mache ich, wenn ich ein Mensch bin, den man überall kennt und wo man fast schon gejagt wird von jedem, der ein Handy besitzt und so. Wenn ich dann in Urlaub komme mit meiner Familie, dann will ich einfach nur in Ruhe gelassen werden. Und deshalb sind wir auch nicht, wir sind dann da für sie, wenn sie was brauchen, aber die werden komplett in Ruhe gelassen. Und die schätzen es sehr. Und auch von den anderen Gästen. Da muss ich auch Komplimente an unsere Gäste machen.
ich weiß nicht, was das ist, aber bei uns da, die anderen Gäste registrieren zwar, dass der oder die da ist, aber sie lassen es in Ruhe. Mhm. Und das ist so wichtig, weil das merkt man ja selber auch. Mhm. Ich glaube auch, was mir da bewusst wird, Maria, ist, das kann man auch nicht irgendwie umsetzen als Konzept, sondern das ist gewachsen über Jahre, Jahrzehnte und das ist auch ein Geist. Ich glaube, das ist einfach, ja, das, wie du richtig sagst, das muss wahrscheinlich auch reifen und wachsen, dass das dann in dem Geist des Hauses verankert ist, dass, da, dass man da auch einen Schutz hat. Ja. Ja. Interessant. Wie die, das Nest, mein Papa redet immer von der Nestwärme. Das ist der Schutz von der Nestwärme. Ja, ja. Ja, und der kleinste Kreis ist ja der wesentliche. Nicht? Du hast deine Mama erwähnt, sie im Hintergrund, der Balthasar ist im Vordergrund, aber es ist immer so dieses männliche, weibliche, die Symbiose, das Zusammenwirken, oder? Genau, und die ergänzen sich ja wunderbar. Und meine Mama ist eine große Stütze, immer gewesen durch die Ruhe, das Vertrauen, was sie ihm gegeben hat, dass er das auch verwirklichen hat können. Sag immer, den Rücken frei halten. Ja. Schön. Ich erzähle öfter vom Stanglwirt und dann geht es auch so darum, was macht den Stanglwirt aus? Und ich habe auch heute, indem ich jetzt sehr reduziert ist, keine Gäste da sind, mir so gedacht, was wirkt da? Was spürt sich da gerade an, wo man sagt, da will ich bleiben? Und ich habe aber keine rationale Erklärung. Hast du eine? Das ist schön, dass du das jetzt sagst, dass das auch nach wie vor, auch wenn man Zeit wir haben im halben Jahr leider keinen Gast begrüßen haben dürfen. Das ist ja schon eine sehr spezielle Zeit, vor allem für die ganze Welt, aber auch in der Historie vom Stanglwirt, weil der Stanglwirt nachweislich seit 1722 nie einen Ruhetag gehabt hat. Also das sagen wir auch weiterhin, wir haben noch nie einen freiwilligen Ruhetag gehabt, das war halt jetzt gezwungen. Das ist eine Philosophie für uns, dass wir für unsere Gäste immer da sein wollen und auch für unsere Mitarbeiter, das ist auch ein Versprechen, dass wir einfach für sie da sein wollen. Und wenn du sagst, dass das selbst immer nur jetzt, wo nicht viele Menschen im Haus ein- und ausgehen, da ist, das ist schwer zu erklären, aber ich glaube, es ist einfach auch das Gewachsene aus dem Bauernhof, weil durch die Tiere, die wir ja jeden Tag versorgen, ist ja immer nur ein Leben da, auch jetzt in dem halben Jahr. Die Lipizzaner, die Kühe, da geht es immer weiter, es ist immer alles in Bewegung und es ist eine Wärme da. Und das sicherlich von diesem Ursprungsgedanken des Bauernhofs, der immer noch da ist und immer noch das Zentrum ist und nie weichen hat müssen, von dem geht das aus. Also das ist so meine Erklärung. Mhm. Weil es sind ja viele touristische Unternehmen aus einer Landwirtschaft oder Bauernhof entstanden. Aber oft oder leider meistens hat halt der Bauernhof, also entweder ist er woanders hin, die Hofstelle woanders hin gelegt worden, oder er ist komplett über die Jahre verschwunden. Mhm. Ihr habt es ja auch immer wieder umgebaut, zugebaut, aber es ist eine Einheit. Es ist eins, oder? Ja. Das ist, kann man so, da war ich mal so sagen, oder? Ja. Mhm. Also es ist ja auch so, dass mein Vater immer, das hat er wunderbar geschafft über die ganzen, man kann schon sagen, eben Epochen und Jahrzehnte immer diese harmonischen Übergänge geschafft hat, dass man auch gar nicht merkt, wann ist was gebaut worden, sondern es ist alles sehr harmonisch. Und es ist wie ein Bogen zum Chorser. Also der Chorser bildet für uns den Gegenbogen. Wir umarmen quasi den wilden Kaiser. Es ist alles ein Kreis. Und das schafft irgendwie das Gefühl von Geborgenheit. Eben oft nicht erklärbar, spürbar, fühlbar. Und das, glaube ich, ist ja das Tun, das Jetzt, unmittelbar das zu erleben. Und das merkst du auf allen Ebenen, was noch, und es wird viele Themen geben, aber eines noch, der Kreislauf, den sie schafft. Ich habe so sehr viele Mitarbeiter, ich habe so eine eigene Alm, diese Unabhängige, diese Autarkie, das war euch ja auch immer wichtig. Ja, sehr. Also mein Vater hat von Anfang an, weil er eben das Gefühl von Abhängigkeit am Anfang nur kennengelernt hat, wie er angefangen hat und einfach kein Geld gehabt hat und auch nicht gekriegt hat von der Bank und so, wo er dann eben so erfinderisch geworden ist, er hat gesagt, diese Abhängigkeit dann auch von Reisebüros und so weiter, das wollte er dann. Er hat gesagt, wenn ich das einmal schaffe, dass ich da unabhängig bin. Deshalb haben wir weiterhin, das ist eine Grundsatzentscheidung,
komplett, also wir arbeiten mit keinen Buchungsportale, mit keinen Reisebüros. Es können Reisebüros gern bei uns anfragen, aber wir zahlen nicht diese Kommission und Provision. Das machen wir einfach nicht. Wir sind komplett unabhängig. Was natürlich auch bedeutet, wir müssen uns zu 100% selbst vermarkten und schauen, dass wir unser Haus vollkriegen. Weil sonst hast du halt deine Kontingente und das Reisebüro bucht die voll oder die Online-Buchungsplattform Booking.com und so. Und es ist ein großes Glück, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man ohne diese Portale und Reisebüros überhaupt das machen kann. Mhm. Weil vielen bleibt einfach auch nichts anderes übrig. Mhm. Und diese Abhängigkeit ist natürlich schon brutal. Und das ist ein Riesen, da sind wir unglaublich demütig und dankbar, dass das über die Jahre entstanden ist, dass wir uns zu 100% selbst vermarkten können und unabhängig sind. Mhm. Diese Lebensmittelproduktion, die allem Gründe, die gehst mit, kennen die, ja, die allem zu? Also auch da, diese Unabhängigkeit, auch in der Produktion, dass wir unsere Milchprodukte, die wir auch im Hotel servieren, komplett selbst produzieren. Also Milch, Käse, Butter, Joghurt, Molke auf unserer Alm. Das kriegen die Gäste sogar als besonderes Highlight mit, weil wir jeden Mittwoch in die Sommermonate, also in der Almzeit von Juni bis September, wenn auch unsere Kühe rum sind, meine Mutter immer mit den Leuten aufgewandert. Und dann kommen wir oben zuschauen bei der Grasproduktion am offenen Feuer im Kupferkessel, wo unser Graser den Gras eben für die Gäste macht. Und ja, und das ist immer für die Leute ein Erlebnis, das vergessen sie nie wieder. Mhm. Und es ist immer sehr spannend, wenn meine Mama da mit den Leuten in der Früh zusammenkommt, wenn es halt dann losgeht, und dann verteilt so, ja, du tragst ein Brot, du tragst einen Speck und einen Gras haben wir eh um und die Butter und so, und den Rest, das tragen wir auf. Und dann schauen sie aber so zuerst ein bisschen irritiert, weil man oft einmal in einem Fünf-Sterne-Hotel davor ausgeht, dass man oben dann servisiert wird mit Koch und Kölner und so. Und die Mama macht das bewusst, dass die Leute das selber aufgetragen haben, das hat dieses Erfolgserlebnis. Und oben auf der Alm wird dann miteinander die Jausen gemacht. Da tut dann der eine das Brot aufschneiden und den Speck aufschneiden und Gras und so weiter. Und dann kriegt man halt die Jausen. Und dann geht es wieder auch. Dann wird noch zusammen angespielt, also angewaschen. Und von Hand natürlich, da gibt es keinen Geschirrspüler. Und da helfen alle zusammen. Und da sind dann oft einmal CEOs, große Manager mit tausenden Mitarbeitern, die das ja gar nicht mehr kennen. Die haben halt auch ihre Hausangestellten und so weiter. Und das ist für sie einfach das größte Erlebnis. Das ist für sie wertvoller, als wenn sie mit irgendeiner Yacht über das Meer schippern, dass da oben die Teller selber anspülen. In der Gemeinschaft. Den anderen Gästen zusammen. Und dann entstehen dort Freundschaften und weil es da um einen Mensch geht und nicht um die Ablenkung, ja, mit irgendwelchem Luxus oder so. Ja. Das ist der wahre Luxus. Berührt mich sehr, Maria, was du da gerade sagst, weil es um Menschsein geht, Sinne intensiver auch wieder erleben, andere Dinge tun, die ich oft gar nicht mehr kenne. Da wird mir schon sehr viel bewusst, du erwähnst oft Menschsein jetzt. Bist du ja Mentorin von Bewusst gemeinsam leben? Und wir schaffen eine Ökonomie der Menschlichkeit. Was verbindest du da? Tourismus, Menschlichkeit, wie passt das zusammen? Ja, das ist der Inbegriff der Menschlichkeit, weil da kommen die Menschen zusammen. Wir als Gastgeber sind ja, das sagt sogar der Matthias Horx vom Zukunftsinstitut in seiner Studie, wir sind die Gestalter von Resonanzräumen. Und das ist eigentlich das, was wir sind. Da geht es nicht mehr um ein schönes Zimmer und einen schönen Wellnessbereich, das ist alles schon fast vorausgesetzt, gerade in der gehobenen Hotellerie. Und worum es in Zukunft geht, ist Gestaltung von Resonanzräumen, sagt der Matthias Horx, und ich stimme ihm da total zu. Und das hat mich so gefreut, wo ich die Studie gelesen habe, weil das irgendwie so das ist, was ich innerlich, was so auch mein Antrieb ist, weil ich so gern die Leute zusammenbringe. Mhm. Und da geht es ja nicht um mich, da geht es immer um das, was entsteht daraus, dass ich die Leute zusammenbringe. Und wenn dann irgendwas Schönes daraus entsteht, im Sinne aller, dann habe ich die größte Freude. Und das ist schön, dass ich die Möglichkeit habe, weil man braucht ja immer
diese, ja, man hat auf Neudeutsch sagen, eine Plattform, wo man die Leute zusammenbringt. Und bei uns ist dieser Raum, Resonanzraum, und das, der Stanglwirt eignet sich ja deswegen so gut, finde ich, weil bei uns seit jeher haben wir uns nicht angekapselt von der Region oder von den Einheimischen. Bei uns gehen auch die Einheimischen ein und aus. Und wir haben Veranstaltungen wie ein Singertreffen, was eigentlich unsere wichtigste Veranstaltung ist, auch für unsere Familie, wo es gesungen und musiziert wird, wo die echten Volksmusikanten zusammenkommen. Und da die Gäste dann da sind und die echten, urigen Leute und dann miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist einfach schön, diese Begegnungen, was da stattfinden. Und der Stanglwirt war immer eine Begegnungsstätte. Und ich glaube, dass das einfach für die Zukunft, für diesen sogenannten Resonanztourismus, einfach auch wichtig wird, dass es nicht nur um das Hotel geht und sie das irgendwie so angekapselt und da ist ja alles Luxus und 5 Sterne und da kann man nicht hingehen, so, sondern dass das eine Gemeinschaft ist, dass man auch mit der Region gemeinsam, mit den Einheimischen Wertschöpfung generiert, dass all das im Sinne aller ist und dann entsteht auch nicht dieser Widerstand, der oft spürbar ist gegen Tourismus oder Overtourism, wie man so schön sagt, wenn man es einfach übertrat. Und wir haben das nie du. Wir haben immer versucht, für die Gemeinschaft auch was beizutragen. Mhm. Mein Vater hat auch oft schon in Goinger oder in unserer Region Grundstücke gekauft, nicht um sie zu bereichern oder abzusichern, sondern damit es frei bleibt, damit nichts gebaut wird, damit das einfach so bleibt, wie es ist. Mhm. Das ist Weitblick, Beständigkeit. Wenn du sagst, Resonanz hat ja immer auch mit Menschen zu tun, oder? Der Resonanz, ich merke auch die Augenhöhe, dass man eben den Menschen sieht und man nicht sie erhöht durch irgendeine Funktion oder wer man in der Gesellschaft ist. Und ein Resonanzraum, da hast du ja ein paar Beispiele gesagt, aber was ist es? Wie würdest du Resonanz definieren? Wo man einfach eben ohne Bewertung eine Plattform schafft, wo sie Menschen begegnen und miteinander in Austausch kommen. Ob das sogar ist, ist auch schon oft passiert, dass sie Liebespaare begegnet sind bei uns, kennengelernt haben und bei uns geheiratet haben. Das ist auch Resonanz in der reinsten Form. Oder auch eben, wo besondere Gedanken gemeinsam weitergesponnen werden, auch beruflicher Natur oder eben im Sinne des Allgemeinwohls. Und wo einfach was draus entsteht, auch wertvolle Freundschaften, also ich weiß zum Beispiel auch Gäste, die haben sich da kennengelernt, eine deutsche Familie, wo der Vater eine prominente Persönlichkeit ist und haben da eine Familie aus Oberösterreich kennengelernt, ganz normale Leute, und die besuchen sie jetzt ständig, gegenseitig, und haben sie einfach da gefunden bei uns, und so ist eine tolle Freundschaft entstanden. Ja. Mensch sein, das ist es und das schwingt da entsprechend. Maria, jetzt haben wir 2021, wenn wir jetzt sagen, in 10 Jahren Österreich, wie schaut bei uns der Tourismus aus? Ja, eben hoffentlich genau in diese Richtung, wie es der Matthias Horx prognostiziert, dass eben diese Resonanzräume entstehen und entstanden sind in 10 Jahren, dass man einen achtsameren Umgang hat mit der Natur, also diese 3 Säulen der Nachhaltigkeit, Ökologie, Ökonomie und Soziales, dass man auf das halt immer mehr Wert legt, dass das auch schon fast Voraussetzung dann ist, dass man gut wirtschaften kann und auch ein positives Beispiel ist, dass es einfach diese Leuchttürme gibt, nicht nur in der Tourismusbranche, auch in anderen Branchen. Und dass man einfach an jeder versucht, in seinem Wirken einen Beitrag zu leisten für die Gemeinschaft. Mhm. Das war ein schönes Bild eigentlich. Mhm. Und wo man dann auch diese Zufriedenheit aus dem schöpft, dass man dass nicht immer nur um Gewinnmaximierung oder so, sondern um auch Maximierung von Freude. Dass man einfach sagt, ich freue mich einfach, dass ich Gastgeber sein darf und ich freue mich, dass ich da zu Gast sein darf. Und miteinander schaffen wir Freude, freudige Erlebnisse,
Und zwar wahre Freude, nicht so eine oberflächliche, wo die nicht reingeht. Wo man einfach sagt, ja, ist ja toll, dass ich jetzt da war und dann kann ich das jedem zeigen und posten und so weiter. Da ist man ja oft gar nicht präsent. Dann war man halt da, weil es in oder trendy ist, dort gewesen zu sein. Aber dass man wirklich mit einer wahren Freude dort ist und auch wieder heimfährt und sagt, das war eine wahre Freude und da will ich gern wieder mal hin. Und das ist, glaube ich, das, was einfach, ja, einfach schön war, wenn uns das alle miteinander gelingt. Und vor allem ist das ein tiefes Bedürfnis von dir, das vermittelst ja. du ja. Und natürlich muss wirtschaftlich sein, das ist auch eben, deshalb ist ja eben auch beim Nachhaltigkeitsüberbegriff Ökonomie ein Pfeiler, weil sonst geht es ja nicht. Aber Geld an sich soll ja nicht der erste Grund der Motivation sein, sondern das ist einfach eher so Mittel zum Zweck, dass man eben überhaupt diese Plattform, diesen Resonanzraum schaffen kann und bedienen kann und am Leben erhalten kann. Wir haben ja versucht, das in die Ökonomie der Menschlichkeit zu kommunizieren. Jetzt haben wir in dem Manifest, das wir ja ins Leben gerufen haben, schreiben wir von Leichtigkeit, Freude und Vertrauen zu leben. Ist das jetzt vermessen in der Situation oder haben wir einen berechtigten Grund, diese Werte oder diese Dinge wirklich, weil du öfter Leichtigkeit auch gesagt hast, wirklich zu leben? Ja, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das versucht, bei allen Herausforderungen, und jetzt haben wir eine kollektive Herausforderung für die ganze Welt, aber es hat ja jeder auch im Kleinen seine Herausforderungen und wir sind alle nur Menschen und die wird es immer geben. Aber wenn man halt dann einfach versucht, zumindest so gut als möglich, und es wird immer Phasen geben, wo einem das besser gelingt und Phasen, wo einem das einfach gar nicht gelingt. Und das ist auch okay und dann kann man das auch ehrlich zugeben und sagen, momentan ist es schwieriger. Und dann, wenn man das aber auch versucht, das nicht zu unterdrücken, dann glaube ich, findet man eher Menschen, die bereit sind, einem zu helfen. Mit Ratschlägen, mit Erfahrungsberichten, weil oft sind ja selber schon mal in der Zeit auf ein oder andere Art und Weise Herausforderungen begegnet. Aber diese Offenheit und dieses einfach einmal zugeben zu können, wenn man schwächer ist, wenn einfach einmal eine Herausforderung ist. Ich glaube auch da diese Offenheit, das muss mehr und mehr kommen, weil dann kommt auch mehr eine Leichtigkeit, weil man dann nicht immer das Gefühl hat, wenn man in eine Situation kommt, wo man nicht stark ist, dass man dann ein Versager ist. Und ich glaube, da gehört diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, so dass es auch erlaubt ist. Aber in einer Leistungsgesellschaft war das nicht erlaubt. Und dann hat man auch das Gefühl, daher kommen ja, das ist ja das Thema, was so viel diskutiert wird, die vielen Depressionen. Weil man einfach sofort meint, mit mir ist was falsch, wenn ich jetzt nicht dauerhaft glücklich bin. Das ist ja auch nicht normal, dass man dauerhaft glücklich ist. Das ist ja nicht der Normalzustand. Aber man kann in eine gewisse Zufriedenheit kommen. Und auch in ein gewisses Verständnis, dass auch gewisse Situationen kommen, um dann auch wieder aus einem Tal aufzukommen. Weil wenn es das nicht gibt, kann man ja auch nicht die Freude erkennen, wenn es immer gerade ausgeht. Und ich glaube, dass da Corona eine Riesenlektion für die westliche Welt, sage ich jetzt einmal, war oder ist, dass es einfach auch nicht immer gerade ausgehen kann. Oder auch nicht gerade aus war, ist ja eh noch da drin, dass es auch nicht immer nur Steigerungen geben kann. Es hat halt jetzt in den letzten Jahren immer nur Steigerungen gegeben. Und dann ist das einfach, dann ist das schon Gewohnheit. Ja, es gibt ja immer nur Steigerung. Und das ist aber nicht gesund und auch nicht normal. Weil es hat ja früher auch bei den Bauern, das war halt normal, dass es einmal Winter gegeben hat, wo so hart waren, dass einfach das ganz, ganz brutal war. Das waren richtige Krisen, die haben ja auch nicht gewusst, was sie an die Kinder zum Essen geben sollen. Oder auch ganze Länder haben dann gehungert, weil einfach harte Winter waren. Und das, was wir in unserer Generation hat, sowas ja noch nie erlebt. Und da muss man schon demütig sein, weil wir haben alle noch
was zum Essen und was zum Trinken. Wir wissen, wenn wir unsere Kinder am nächsten Tag noch ernähren können, das macht mich sehr demütig, weil da haben unsere Ahnen schon ganz was anderes erlebt. Und diese Demut, die muss auch, man braucht nicht unterwürfig werden und so oder in eine Opferrolle gehen, aber man sollte schon diese Dankbarkeit und diese Demut schon erkennen und auch, ja, leben, finde ich, weil es nicht selbstverständlich ist. Und es wird auch immer mal ein Auf und Ab geben. Im privaten, individuellen Bereich genauso wie im kollektiven Bereich, also auf der Welt. Das ist wirklich, also so meine Sicht der Dinge. Maria, vielen, vielen Dank, dass du auch für uns als Mentorin wirkst. Sehr gerne.